einen schönen guten Morgen aus Bülk am Leuchtturm. Heute sieht es mal wieder ein bisschen besser aus. Der Nebel ist mehr oder weniger weg, so ein bisschen diesig, aber nicht mehr nebelig. Ich werde mich jetzt gleich auf den Weg machen Richtung Eckernförde und euch natürlich wieder mitnehmen. Hier der Leuchtturm noch mal schön zu sehen. Aber auch diese Nacht war nichts mit Nordlichtern. Also ich glaube, das kann ich abschminken, die hier zu sehen. Aber trotzdem unheimlich schöner Platz hier. Mit diesem Meeresrauschen. Und immer wieder diese Aussicht mit den Lichtern der Schiffe. Ich hoffe, man erkennt das. Ich versuche das mal wieder anzuzoomen. Ja, es ist noch ein bisschen dunkel für. Aber man erkennt es, glaube ich. Naja, mal sehen, wie sonnig es heute wird. Kann eigentlich nur besser werden als die letzten Tage. Also, bis gleich. Ja, wie man unschwer erkennen kann, bin ich jetzt in Eckernförde. Und hier steht das erste Schild unter Führung Richtung Hafen, Touristinformationszentrum. Und da werde ich jetzt reinfahren. Der Radweg übrigens Richtung Eckernförde ist ja 90% an der Bundesstraße entlang, also auch nicht sonderlich schön. Ja, direkt wenn man in Eckernförde reinkommt, gibt es dann auch so schöne Hinweisschilder, wo was ist. Kurz danach kommt hier so ein Mini-Park mit einem Denkmal von Eckernförder Turnverein. Ach so, ja gut. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas geschichtlich Bedeutendes. Oh, jetzt bin ich ein zu tief reingefahren, aber macht nichts. Da ist der Strand. Hier steht noch was zu dem Denkmal erklärt. Zum Gedenken an Major Jungmann und seinen Kämpfern. 5. April 1849. Ich fahre hier erstmal Richtung Hafen, entlang von diesem kleinen Reetdach. Hus. Kleine verschlungene Wege. Aber schön zu fahren. Ah, und wieder Strand. Schön. Und mit der Sonne heute wird es bestimmt besser. Schöne Skulptur. Aber keine Erklärung. Wird wohl eine Meerjungfrau sein. Da hinten müsste der Hafen schon sein. Wie ruhig das hier ist. Man ist mitten in der Stadt. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber das Wasser ist leicht gefroren. Hier auch ein schöner Blick auf Eckernförde. Aber in die Richtung fahre ich ja gleich. Diese Schiffe aus Holz haben schon was. Oh, und so ein Katamaran finde ich auch immer beeindruckend.
würde ich auch gerne mal mitfahren. So vorne, wenn diese Netze da sind, wo man sich so reinlegt während der Fahrt und das Wasser so hochpeitscht. Bei dem Sommer, den wir hatten, kann ich mir vorstellen, wie belebt dieser Platz alleine war. Schaut euch diese Gasse mal an. Kopfsteinpflaster, rutschig und holprig. Aber die Häuser haben doch Klasse. Hier ist die nächste Gasse, die immer schmaler wird. Aber da muss man einfach durch. Und kommt wieder am Hafen raus. Hier zu sehen so ein schönes altes Speichergebäude oben mit dem goldenen Engel. Ja, hier am Hafen gibt es wieder fangfrischen Fisch. Wird direkt hier auch filetiert und sowas. Und die Reste werden ins Wasser geworfen, wo natürlich die Möwen hier drauf lauern. Die sind auch gut genährt. Ich weiß schon, wie man hier oder war. 30. Ja, aber wissen Sie was? Also der Weg direkt am Wasser hier ist die wahre Wonne. So gefühlt hat das ein bisschen was hier von Hafeneinfahrt Venedig. Aber auch nur ein bisschen. Ich glaube, hier geht schon so ein kleines Stück raus aus Eckernförde. Und zwar Richtung Großem Hafen. Da sieht man schon die ein oder anderen größeren Schiffe liegen. Hier ist der Segelclub Eckernförde mit dem zugehörigen Restaurant. Ich hoffe, dass ich hier so durchfahren kann, da hinten zu diesen größeren Schiffen. Die würde ich mir nämlich sehr gerne mal vom Nahen anschauen. Hier geht es leider nicht weiter. Achtung, Rutschgefahr, betreten auf eigene Gefahr, kann ich gut mitleben. Fahrräder, Durchfahrt verboten, kann ich auch mitleben, dann schiebe ich. Aber Zutritt nur Mitgliedern und Gästen gestattet. Da ich weder das eine noch das andere bin, wurde ich nett darauf hingewiesen, von dem Herrn dort vorne, dass ich hier nicht durchzufahren habe. Also drehe ich mal um und versuche einen anderen Weg. Also dieses Schild ist mir auch neu, habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob man es mit der Sonne lesen kann. Privatstraße der Bundesrepublik Deutschland. Benutzung auf eigene Gefahr. Ja, hier geht's hoch zu einem Aussichtspunkt, zur Kirche Borby. Ja, hier ist jetzt dieser Aussichtspunkt über Eckernförde. Auf den Petersberg übrigens. Ja, hier ist jetzt das Gelände von der Borbury-Kirche, inklusive Friedhof. Ja, hier kann man über so eine kleine Brücke, die sich in der Mitte öffnet, wenn ein Schiff durchfährt. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißen. Hebebrücke? Schwenkbrücke? Ah, ihr werdet es wissen. Ja, direkt hier vorne gibt es eine Bonbonkocherei. Da werde ich jetzt erstmal reingehen. Ich weiß nicht, ob man da filmen kann, aber wenn ja, zeige ich euch mal das ein oder andere. Wenn nicht, genieße ich es. Auch durch so eine kleine Gasse, dann kommt man hier hin.
alleine farblich schon hingucke. Morgen. Morgen. Also die Bonbonfabrik und Schokoladenfabrik nenne ich es mal. Sehr toll. Da gibt es sogar eine Frau Merkel-Mischung, die sie dort wohl auch selber mal gemacht hat. Leider wurde mir davon abgeraten, wenn man unter der Zöliakie leidet, so wie das bei mir ist, dort etwas zu essen, weil die nicht ausschließen, dass es da Verunreinigungen mit Getreide gibt. Die sind ehrlich, finde ich gut. Besser, als wenn es mir nachher schlecht geht. Ansonsten sehr, sehr empfehlenswert dort. Ich gehe jetzt noch ein bisschen hier durch die Stadt und schaue mal, was es da so gibt. Hier eine Rarität für unsere Radbegeisterten. Vorne mit Riemenantrieb. Also ich kann euch hier gar nicht alle Ecken zeigen, aber wirklich sehr viele schöne Ecken. Eine endlose Fußgängerzone, auch mit schönen Gebäuden dazwischen noch. Eckernförde ist echt sehenswert. Ja, hier sind wir so ein bisschen im skandinavischen Style. Auch sehr gut gemacht. Hier geht's rein zu den Klarerhöfen, schön mit einer Distillerie im Hof. War sehr interessant. Eine Bauschule. Mal das etwas andere Windspiel. Lauter Fische. Hier ist auch ein sehr schöner Wohnmobilstellplatz mit Sanitäranlagen, Stromanschluss. Und Internet. Ja, nicht schlecht. Ich glaube 15 Euro stand da irgendwie was. Aber da kann man nichts sagen. Und man ist hier in 5 Minuten in der Stadt. Finde ich gut. Ja, ich würde auch sagen, dass ich mich dann mit diesen Bildern für heute Vormittag wieder verabschiede. Ist jetzt 12 Uhr. Erstmal Mittagspäuschen machen und dann schauen wir mal weiter. Also, macht's gut. Euer Markus und Monty.